In diesem Video geht es um die finite Differenzenmethode in zwei Dimensionen. Diese zwei Dimensionen werden jetzt immer Raumdimensionen sein. Rein prinzipiell könnte eine Dimension natürlich auch der Raum oder der Ort und die andere Dimension die Zeit sein. Dann würde man das Ganze aber eher finite Differenzen im Zeitbereich und nicht einfach nur finite Differenzenmethode nennen. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man das Video über finite Differenzen in einer Dimension gesehen und ungefähr verstanden haben. Die Idee ist die gleiche, also man möchte hier auch wieder eine Differentialgleichung approximativ, also näherungsweise lösen. Und diese Differentialgleichung oder die Funktion, die in dieser Differentialgleichung gesucht ist, die hängt jetzt eben von zwei Koordinaten ab. Der einfachste Fall ist, wenn man sich diese als kartesische Koordinaten denkt. Und der erste Schritt ist eben wieder, das Lösungsgebiet zu diskretisieren, in diesem Fall eben durch ein zweidimensionales Gitter. Also male ich mal ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem mit einer x-Achse und mit einer y-Achse und mit ein paar Punkten, die da drauf liegen. Ein Punkt x1, ein Punkt x2, x3 und auch auf der y-Achse y1 und y2 und y3 und auch vielleicht noch ein Punkt, der hier jeweils im Negativen liegt, x-1 und y-1. Rein prinzipiell könnte man das Ganze natürlich auch in Polarkoordinaten, also in einem anderen zweidimensionalen Koordinatensystem machen, aber kartesische Koordinaten sind für den Einstieg vielleicht am einfachsten. So, und wir gehen auch mal davon aus, dass der Abstand zwischen zwei solchen x-Werten immer die Schrittweite h ist und dass auch der Abstand zwischen zwei solchen y-Werten eben der Schrittweite h entspricht. So, und jetzt ist die Idee wieder folgender, also das Lösungsgebiet ist jetzt diskretisiert. Wir können die Gitterpunkte, die sich jetzt hier ergeben, also ein Gitterpunkt hier und ein Gitterpunkt dort und dort und dort. Ich male mal jetzt diese 3x3 Gitterpunkte hier rein. Diese Gitterpunkte oder die Koordinaten dieser Gitterpunkte bei x, i, die können wir eben als i mal h schreiben und die y, i können wir auch als i mal h schreiben, wobei, oder wir nehmen mal für das y vielleicht eine andere Koordinate, nennen die mal j. Und das i und das j wären wieder ein Element der ganzen Zahlen. So, und die Idee ist jetzt, dass man eben die Punkte, die in diesem Gitter liegen, also die Punkte, die durch x, i und y, j beschrieben sind, die eben zu ersetzen, um sich Schreibarbeit zu sparen, durch einfach diese Koordinaten i und j. Also anstatt x, i und y, j schreiben wir jetzt einfach immer nur noch i und j dahin. Und die kontinuierliche Funktion, für die man die Differentialgleichung aufschreiben würde, die nenne ich jetzt mal klein f. Das ist die Funktion, die als Lösung dieser Differentialgleichung gesucht ist, die jetzt eben nur noch an den Werten oder an diesen Gitterpunkten bestimmt wird. Die nähern wir eben an durch diese diskrete Funktion, durch eine diskrete Funktion, die nenne ich groß f. Und die ist eben nur noch an diesen Gitterpunkten i und j gegeben. So, und dementsprechend könnte man sich jetzt hier in dieses Koordinatensystem eben noch zweite Koordinaten einzeichnen, also die x-Koordinaten ersetzen wir durch i und dann wäre eben i1 und 2 und 3 und hier hinten minus 1 und genauso können wir y durch j ersetzen, dann wäre hier j minus 1 und 1 und 2 und 3 und so weiter. Und man könnte jetzt eben mal ein paar Koordinaten hier reinschreiben. Also zum Beispiel diese Reihe, dieser Punkt hier, das wäre der Punkt, der bei 1 und 2 liegt. Dieser Punkt wäre der Punkt, der bei 2 und 2 liegt. Und das wäre der Punkt, der bei 3 und 2 liegt. Und zum Beispiel mal dieser Punkt hier unten, das wäre der Punkt, der bei 2 und 1 liegt. Und dieser Punkt hier oben wäre der Punkt, der bei 2 und 3 liegt. So, und über diese Koordinaten kann man jetzt jeden dieser Gitterpunkte ansprechen. Und also was wir jetzt da machen, ist eben wieder ein Gleichungssystem aufstellen am Ende,
um diese Groß F von i und j zu bestimmen, die approximative Lösung dieser gesuchten Funktion in der Differentialgleichung. So, jetzt müsste man sich erstmal vielleicht kurz überlegen, wie könnte solche Differentialgleichung aussehen? Und wenn man jetzt mal über Probleme in zwei Raumdimensionen nachdenkt, dann könnten das zum Beispiel Probleme aus der Elektrostatik sein, also ein Potentialfeld zu bestimmen. Wenn man dann zu diesen zwei Dimensionen eben noch eine Zeitdimension erlaubt, dann könnten das auch Diffusionsgleichungen sein, also zum Beispiel Probleme aus der Wärmeleitung oder eben Wellengleichung, also irgendwelche Ausbreitungsprobleme. So, und um jetzt mal ein paar solche Gleichungen aufzuschreiben, ist es nicht schlecht, wenn man dafür, ja, auch um wieder ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, um das Ganze ein bisschen kompakter aufzuschreiben, einen speziellen Operator benutzt, nämlich den sogenannten Laplace-Operator. Dieser Laplace-Operator, der auf diese Funktion f wirkt, der wird üblicherweise so geschrieben, also ein kleines Dreieck. Sieht fast aus wie ein Delta, ist aber eben der Laplace-Operator. Ja gut, jetzt kann man sich kurz fragen, was ist ein Operator? Ein Operator ist etwas, das auf eine Funktion wirkt und ja, dieser Operator wirkt auf diese Funktion f, leitet die ab und das, was dahinter steckt, ist eben die zweite Ableitung dieser Funktion, die von x und y abhängt, die zweite Ableitung nach x und dann eben nochmal die zweite Ableitung dieser Funktion, die von x und y abhängt, nach y. So, mit diesem Laplace-Operator, der übrigens nach Pierre-Simon Laplace, also nach einem französischen Physiker und Mathematiker benannt ist und auch Astronom, mit dem kann man jetzt so ein paar Differentialgleichungen aufschreiben. Zum Beispiel dieser Laplace-Operator, der auf eine Funktion wirkt, ist gleich irgendeiner anderen Funktion, die nenne ich mal u. Das Ganze kann man zum Beispiel nutzen in der Elektrostatik. Also wenn hier das Potenzial steht, was man mal ausrechnen möchte, dann steht hier drüben halt die Ladungsdichte. Das Ganze nennt man dann eine Poisson-Gleichung nach Simeon-Denis Poisson, der übrigens ein Schüler von Laplace war und was die beiden halt auch verbindet, Poisson und Laplace, beide sind als Namensschilder auf dem Eiffelturm in Paris verewigt und nach beiden ist ein Mondkrater benannt. So, wenn man mal sagt, diese Ladungsdichte zum Beispiel hinten, die ist 0, dann würde aus dieser Gleichung eben folgen, Laplace von f ist gleich 0 und das Ganze, diese Gleichung hier nennt man dann Laplace-Gleichung. Also wie sieht das Potenzial aus in einem ladungsfreien Raum? Das ist so ziemlich das einfachste Problem, was man in der Elektrostatik lösen kann. Und am Ende werden wir sozusagen hierfür eine sehr einfache Lösung hinschreiben. So, wenn man dann mal jetzt eben neben diesen zwei Raumdimensionen noch eine zeitliche Dimension erlauben würde, nun um mal so die grobe Idee zu geben und sagt Laplace von f und dann minus irgendein Faktor, ein konstanter Faktor a mal die erste Ableitung dieser Funktion f nach t ist gleich 0, dann wäre das eine Diffusionsgleichung, eine Wärmeleitungsgleichung, in der eben auch dieser Laplace-Operator auftaucht. Und wenn man das Ganze nochmal aufschreibt mit der zweiten Ableitung nach t, dann ist das Ganze eine Wellengleichung, deren Lösung eben ja, Wellen sind, die sich im Raum ausbreiten. So, das ist so der grobe Hintergrund, wofür man diesen Laplace-Operator braucht. Und den haben wir jetzt hier oben eben aufgeschrieben in kartesischen Koordinaten für dieses zweidimensionale kartesische Koordinatensystem. Ja, und jetzt ist eben wieder die Idee hier drinne, die infinitesimalen Differentiale, die hier sind, die Ableitung eben durch finite Differenzen zu ersetzen, also durch ja, Differenzenquotienten, in denen endliche Differenzen eben vorkommen. Deswegen heißt diese ganze Methode ja finite Differenzenmethode.
So, und jetzt, wenn man sich das Video anschaut, in dem die finite Differenzenmethode für eine Dimension erklärt wird, da taucht schon eine Näherung auf, nämlich diese Zentraldifferenznäherungsformel für die zweite Ableitung. Und ja, wenn man diese Zentraldifferenznäherungsformel jetzt mal einsetzt, ich mache das mal direkt. Nein, ich mache das erstmal für diese Form mit dem Groß F von x. Also wir schreiben jetzt eine Näherung hin für diesen Laplace-Operator, der auf die Funktionen f von x und y wirkt. Und zwar unter Zuhilfenahme der Zentraldifferenznäherungsformel aus dem Video für die eine Dimension. So, und erfolgte dann nur daraus, dass man diese erste Ableitung eben ersetzen kann durch... Also wenn wir erstmal das nach x machen, dann brauchen wir eben den Schritt danach, x plus h an der Stelle y, dann minus 2 mal den Funktionswert an der Stelle x und y und dann nochmal plus den Nachfolger, also f von x. Nein, halt hier vorne, das ist der Nachfolger, hier hinten kommt der Vorgänger und geteilt durch das Quadrat der Schrittweite. So, das Ganze ist die Näherung für die Ableitung nach x. Und jetzt brauchen wir noch die Näherung für die Ableitung nach y. Das heißt auch wieder einen relativ langen Bruchstrich. Und wir brauchen den erstmal an der Stelle x und jetzt den Nachfolger in y-Richtung. Dann wieder minus 2 mal den Funktionswert an der Stelle x und y und den Vorgänger in y-Richtung und geteilt durch das Quadrat der Schrittweite. So, und wenn man sich die Herleitung von dieser zweiten, von der Zentraldifferenznäherungsformel für die zweite Ableitung auch anschaut, auf Basis der Taylor-Reihe, dann kam da drin eben noch so ein Fehlerterm vor, der von der vierten Potenz dieser Schrittweite abhängen. Ja, und den, also ja, diesen Fehler würden wir jetzt halt natürlich im Normalfall vernachlässigen. Jetzt kann man hergehen und kann eben sagen, wir schreiben das hier mal alles auf einen Bruchstrich. Also mache ich mal das hier weg. Schreibe das halt alles direkt mal auf einen langen Bruchstrich mit dem h-Quadrat. Der Nenner ist ja der gleiche. Und dann stellen wir fest, hier steht eben ein Plus. Und an der Stelle können wir diese beiden Termine zusammenfassen und können aus minus 2 und minus 2 eben minus 4 machen. Also nehme ich das mal hier weg und nehme mal diese 2 hier weg und schreibe hier hin minus 4. So, das ist die ganze Näherung, die sich jetzt eben ergibt aus dieser Zentraldifferenznäherungsformel zur Abschätzung der zweiten Ableitung für diesen Laplace-Operator. Das Ganze kann man jetzt auch in Schreibweise mit dieser diskreten Funktion, also mit der roten Notation hier schreiben. Dann steht halt da der Laplace-Operator von der Funktion, halt, die hält mir jetzt nicht mehr von x und y ab, sondern die hängt von i und j ab. An der Stelle i und j kann man eben schreiben als wieder ein langer Bruchstrich. Und jetzt, ja, jetzt sortiere ich das mal ein bisschen um und sage eben, wir brauchen an der Stelle x den Nachfolger, wir brauchen in Richtung x den Vorgänger, also i minus 1, dann brauchen wir an der Stelle i den Nachfolger in y-Richtung und den Vorgänger in y-Richtung. Und jetzt brauchen wir eben noch viermal den Wert direkt an der Stelle i und j. So, und das Ganze geteilt durch das Quadrat der Schrittweite. Das ist die diskrete Abschätzung oder die Abschätzung für den Laplace-Operator, wie er auf diese diskrete Funktion wirkt. So, und jetzt könnte man eben als einfachste Lösung mal noch sagen, das Ganze hier soll jetzt bitte genau aus diesem Grund hier oben, ich nehme mal einen grünen Pfeil, das Ganze soll jetzt bitte eben 0 sein, weil wir zum Beispiel jetzt
mit dem Laplace-Operator direkt diese Laplace-Gleichung aufschreiben wollen, zum Beispiel um so ein elektrostatisches Problem zu lösen. So, und dann, wenn das der Fall ist, dann könnte man diese Gleichung zum Beispiel mal in diese Richtung hier umstellen, danach umstellen. Das heißt, wir rechnen mal das h hoch 2 hier rüber. Dann steht hier 0 mal h Quadrat, das heißt, das fällt weg. Und man kann das direkt auf die andere Seite schreiben. Und ich schreibe das mal in grün weiter, dann steht halt da, also erstmal 4 mal f an der Stelle i und j ist gleich der ganze Rest. Und dann können wir noch am Ende durch 4 teilen. Also steht dann da, dass f an der Stelle i und j ergibt sich näherungsweise aus dieser ganzen Summe, so wie sie da oben steht, also wieder dem Nachfolger in x-Richtung oder den Nachfolger in y-Richtung, dem Vorgänger in y-Richtung, dem Nachfolger in y-Richtung und dem Vorgänger in y-Richtung. J minus 1 und geteilt durch die 4. So, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, dann würde das eben heißen, dass wir das Potenzial oder eben die Lösung dieser Gleichung, also das wäre eine Potentialgleichung, oder eben der Funktionswert dieser Gleichung, wenn wir es mal ganz allgemein nennen, der Funktionswert der Gleichung an einem bestimmten Punkt, zum Beispiel an diesem Punkt hier oben, ergibt sich eben aus dem Nachfolger und Vorgänger in x-Richtung, aus dem Nachfolger und Vorgänger in y-Richtung, geteilt durch 4. Das sind 4 Werte geteilt durch 4. Das ist sowas wie der Mittelwert oder das arithmetische Mittel. Also der Funktionswert an einer Stelle hier ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel von den 4 umliegenden Punkten. Das ist alles, was uns jetzt diese Gleichung sagt. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Und diese Gleichung hier unten, so wie sie hier steht, ist dann eigentlich alles, was man braucht, um eine solche Laplace-Gleichung oder eine solche Potentialgleichung zu berechnen, also das Potenzial in einem ladungsfreien Raum zu bestimmen. So, und jetzt muss man eigentlich nur diese Gleichung, so wie sie hier steht, eben nicht nur für einen, sondern für jeden Gitterpunkt aufschreiben. Na, jeder Gitterpunkt ist dann eben mit seinen umliegenden Gitterpunkten verknüpft, der Funktionswert oder eben das Potenzial an der Stelle. Da muss man auch sehen, dass man ringsherum vielleicht irgendwelche Randbedingungen festlegt und diese Randbedingungen einbezieht und dann ist das Potenzialproblem eigentlich schon gelöst. Diese konkrete Einbeziehung von Randbedingungen, die erkläre ich dann aber in einem weiteren Video.